Hi, heute geht es bei uns um das Thema künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Hierfür bin ich mit Dr. Neven Josipovic, Stabstellenleiter für Digitalisierung und Smart City Braunschweig, im Landesmuseum hinter Egidien auf eine Limo verabredet. Total passend zu der aktuellen Sonderausstellung New Realities, die künstliche Intelligenz uns abbildet. Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT ist KI in aller Munde. Doch wie kann auch eine öffentliche Verwaltung mit KI digitaler und innovativer gestaltet werden? Die Stadt Braunschweig hat ihren ersten KI-Assistenten im Einsatz und gilt mit ihrem Pilotprojekt damit als innovativer Vorreiter für ganz Deutschland. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren schon mal auf eine Limo getroffen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, aber in der Zwischenzeit ist ja wahnsinnig viel passiert. Unter anderem ist die Idee zum KI-Assistenten entstanden. Wie kam es denn dazu? Dazu kam es in mehreren Stufen. Und zwar hat das, wie bei vielen anderen auch, 2023 angefangen, als ChatGPT auf die Welt losgelassen wurde. Und ich habe damals angefangen, mich mit der Frage zu beschäftigen, ob das nützlich sein könnte für die Verwaltung, Kontext Digitalisierung und was man damit machen könnte. Und habe verschiedene Analysen und Studien gemacht. Ich habe mal probiert, also in die Richtung Assistenzsysteme gedacht, Beratungssysteme, aber auch mir angeguckt, wie GPT bei der Auswertung von Daten, von Verwaltungsdaten helfen kann. Ich habe das mal runtergeschrieben, meine Gedanken, weil ich gerne auch Feedback mir einhole von der Welt und habe das über LinkedIn geteilt und so ist dann der Kontakt zu Microsoft entstanden. Wahnsinn! Weil die zu der Zeit ja die Kooperation mit OpenAI eingegangen sind und somit GPT in verschiedenen Formen ihren Kunden zur Verfügung stellen können inzwischen. Und zusammen haben wir dann in der nächsten Zeit Wege gefunden, wie wir eben die ersten Prototypen bei uns in der Verwaltung entwickeln können. Und was macht KI denn jetzt genau in ihrer Arbeit so reizvoll? Also aus dem Privaten kennt man das ja auch schon viel, aber jetzt gerade so im Arbeitsbezug, klar, jeder wünscht sich, oh, vielleicht kann ja eine künstliche Intelligenz mir alle meine Arbeit abnehmen. So ist es ja nur wieder auch nicht. Also das ist die Idee und also wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, wenn ich über KI spreche, spreche ich aktuell über Sprachmodelle und spreche insbesondere über GPT. Und was für uns oder was für mich von Anfang an das interessant gemacht hat im Verwaltungskontext ist, wenn man sich mal anguckt, wie Arbeit in der Verwaltung aussieht, dann, also die Verwaltung ist ihrer Natur nach Text und Schrift und sprachbasiert. Ja. Alleine Vorschriften sind ja Texte sozusagen. Ja? Und verläuft auch nach gewissen Normen. Richtig, ja, ist sehr strukturiert. Und also worauf ich hinaus will, ist, in der Verwaltung gibt es einen hohen Anteil an Lesetätigkeit, Schreibtätigkeit, man muss die Inhalte von Texten verstehen, man muss das auf andere Sachverhalte übertragen. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was Sprachmodelle können, also Texte generieren, Texte analysieren, zusammenfassen, übersetzen, dialogbasiert kann man mit denen arbeiten, dann sieht man gleich, dass es eine große Überschneidung gibt zwischen dem, wie die Arbeit in der Verwaltung aussieht und was diese Sprachmodelle leisten können. Und das ist das, was es gerade für uns so interessant macht, dass es da wirklich ein gutes Match gibt. Verstehe. Und seit Januar 2024 können ja die ersten Mitarbeitenden in der Braunschweiger Stadtverwaltung jetzt auch ChatGPT nutzen. Also es ist schon voll am Start. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie läuft's? Das ist richtig. Ich glaube, wir sind bei 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung aus verschiedenen Bereichen und vor allem auch über verschiedene Hierarchieebenen hinweg, können zwei KI-Systeme nutzen, GPT-basierte Chatbots nutzen. Und wir haben vor kurzem eine systematische Umfrage durchgeführt, um mal Erfahrungen uns einzuholen und irgendwie uns die Eindrücke mal anzuhören. Und das Ergebnis war eindeutig, dass diese KI-Assistenten als nützlich empfunden werden. Und ganz konkret heißt das, dass 3/4 der Mitarbeiter sich im Alltag von dieser KI unterstützt fühlen. Also wir haben natürlich gefragt, das ist natürlich ein subjektives Element, aber 3/4 fühlen sich unterstützt. Und 2/3 der Mitarbeiter berichten auch, dass ihre Produktivität zugenommen hat. Ach schön, durch die KI. Ist super. Und das sind natürlich Sachen, die wir gerne hören. Das ist ja genau das, was wir uns erhofft haben, auch von der Erprobung. Und was auch schön ist, dass wir wirklich ein großes Engagement sehen. Also es ist richtig auf Enthusiasmus gestoßen, weil ich sag mal, viele erleben ChatGPT aus dem privaten Bereich und haben sich dann immer gefragt, okay, warum kann ich das denn nicht
ja, auf der Arbeit nutzen und so. Und das war wirklich, also da war wirklich ein Bedarf. Ein Grund ist natürlich, dass es eine niederschwellige Technologie ist. Das ist ja gerade das Kluge dahinter, dass es dialogbasiert ist. Man braucht keine IT-Kompetenzen oder so. Ja, und wir haben auch wirklich viele Ideen von den Mitarbeitern bekommen und gucken natürlich immer im Gespräch mit denen, was wir davon umsetzen können. Aber unterm Strich kann man sagen, dass wir mit der Erprobung von KI ganz klar auf dem richtigen Weg sind. Hat das Ganze denn auch Herausforderungen aufgeworfen? Gibt es irgendwo Grenzen? Gab es Schwierigkeiten? Herausforderungen gibt's, aber keine davon ist unüberwindbar. Challenges liegen zum Beispiel darin, die richtigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen für den Einsatz dieser Systeme in der Verwaltung zu schaffen. Und das betrifft beispielsweise die Einrichtung des Cloud-Backends, weil Sprachmodelle cloud-basiert sind, weil wir die nicht selber hosten können. Das betrifft aber auch die Konfiguration der Applikation selbst. Also wie möchte ich GPT denn, für welchen Use Case möchte ich das denn einsetzen? Und das betrifft aber auch die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im richtigen Umgang mit den Chatbots. Ich kenne das privat auch. Man muss ja erstmal lernen, wenn man ChatGPT benutzt, wie stelle ich die Frage richtig, um auch die richtige Antwort zu bekommen? Ich habe am Anfang das so ganz kurz und knapp, dann habe ich gemerkt, na, wenn ich detaillierter frage, bekomme ich auch eine viel bessere Antwort. Das muss man vielleicht auch erstmal beigebracht kriegen. Genau so ist es. Also das, was man bei ChatGPT insgesamt beobachtet, sehen wir auch. Also das bedeutet, die Leute nutzen das erstmal wie eine Suchmaschine. Ja? Und das ist ja aber viel mehr als eine Suchmaschine. Also man kann ja wirklich eigene Texte dort reingeben, man kann auf das Trainingsdatenwissen zurückgreifen. Und das sind eben Sachen, da haben wir, also wir haben auch wirklich, das ist ein Prozess bei uns, also wir stellen denen nicht nur diese Tools zur Verfügung und sagen, hier, spielt damit, sondern wir begleiten die wirklich. Ja? Das ist eine Test-User-Gruppe, die wir begleiten, wo wir regelmäßig Schulungen durchführen, wo wir aber auch wollen, und das ist unser nächster Step, wir wollen, dass man voneinander lernt. Also dieses Thema Wissensmanagement und Erfahrungsaustausch, weil wir glauben, dass, ich sage jetzt mal, die konkreten Aufgaben und so, für die man dann den Chatbot benutzt, die sind ja ähnlich an verschiedenen Orten. Und warum muss dann jeder das Rad neu erfinden, wenn man voneinander lernen kann? Und das sind ja so die Verknüpfungen und die Voraussetzungen an die Technik. Aber welche Voraussetzungen brauchst du denn auf Seiten der Verwaltung? Also wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, ja, wenn man sagt Digitalisierung und Innovation der Verwaltung insgesamt, da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen. Genau. Und da kann man erstmal festhalten, dass wir in Braunschweig, was die Digitalisierung angeht, schon auf einem sehr guten Niveau sind. Also klar ist das ein Prozess. Ein wichtiger Punkt bei uns ist selbstverständlich, darum geht es ja am Ende, dass die Bürgerinnen und Bürger ein, ich sag mal, komfortables, digitales, ja, serviceorientiertes Erlebnis haben, ja, wenn sie Informationen suchen wollen, wenn sie Anträge stellen wollen. Und da sind wir mit unserem Serviceportal und den, ja, also mit der hohen Anzahl und steigenden Anzahl an digitalen Verwaltungsleistungen sehr gut aufgestellt. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Fokuspunkt. Und da gibt es natürlich eine Reihe an Themen, die wir auch letztes Mal angerissen hatten, von denen kriegen die Bürger gar nicht so viel mit. Ja. Also da geht es um elektronische Akten, da geht es um digitale Workflows, da geht es um mobiles Arbeiten, den Umgang mit Daten. Das sind dann sozusagen, betrifft dann sozusagen die Transformation der Organisation an sich. Aber rein menschlich kann ich mir nämlich vorstellen, es braucht ja auch die Bereitschaft, was zu verändern. Also man muss ja auch da ein bisschen Lust drauf haben, das nicht einfach wie schon immer, das haben wir schon immer so gemacht, sondern man muss ja auch Lust dazu haben zu sagen, hey, lass das doch mal anders machen. Ja, ja, das ist so, genau. Also ich meine, sonst ergibt ja, also sonst muss man es ja nicht machen. Also es gibt ja zwei Varianten. Entweder es gibt einen gesetzlichen Auftrag, das heißt, die Verwaltung wird gar nicht gefragt, ob sie will, sondern sie muss. Und dann gibt es aber sozusagen die Variante, dass es irgendeine neue Technologie gibt, die aus irgendwelchen Gründen nützlich ist oder irgendeine nützliche Funktion für die Verwaltung als Organisation erfüllt. Und klar, das gibt es immer beides. Ne? Und im ersten Fall, da muss man irgendwie halt, also da muss man halt, ja, und dann entwickeln sich meistens, weil das betrifft ja alle, da entwickeln sich meistens auch entsprechende Strukturen. Und sozusagen die Behörden gehen jetzt keine eigenen Wege, sage ich jetzt mal. Und bei diesem zweiten Feld, da besteht ein bisschen mehr Spielraum. Und ich sage mal, das mit der KI ist ja ein schönes Beispiel. Also wir bieten was an
und die Leute sagen, wow, das ist super nützlich, ich bin produktiver, ich muss eh so viel schreiben, ich muss eh so viel lesen, ich muss ständig E-Mails beantworten, ja, das geht jetzt endlich und so. Und diesen Weg geht es natürlich auch. Und da bewegen wir uns mit diesem KI-Projekt. Dann wagen wir doch auch nochmal einen Ausblick. Wie geht es denn weiter mit dem KI-Assistenten? Wann wird es soweit sein, dass alle das für dienstliche Zwecke einsetzen können? Und gibt es vielleicht auch Fachbereiche, wo das schwierig ist? Also wo man sagt, oh, aus Datenschutzgründen kann man das da nicht machen. Gibt es das auch? Erstmal ist mir wichtig zu sagen, das ist eine Erprobung gerade. Mhm. Das ist sozusagen, wir testen aus, was wir implementieren können, auch unter Sorgfaltsgesichtspunkten und wie nützlich das ist. Deswegen haben wir ja auch begrenzten Teilnehmerkreis erstmal. Und wenn man jetzt mal in die Zukunft denkt und sagt, okay, dann ist das so, dass das Thema KI oder GPT konvergiert mit diesem Themenkomplex Cloud, also die Cloud-Nutzung in Behörden. Und dass die Fragen, die man sich bei dem einen Thema stellt, auch bei dem anderen wir uns stellen. Und dadurch wird das Ganze sehr schnell sehr kompliziert, denn beim Einsatz von Cloud in der Verwaltung, also das, damit beschäftigen sich nicht nur Kommunalverwaltung, sondern auch das Land und der Bund. Und da gibt es nicht den einen idealen Weg, den einfach alle Wege gehen können, sondern jede Behörde hat ja wieder spezifischere eigene Randbedingungen, muss dann gucken, ob Cloud was für sie ist, in welchem Umfang und so weiter. Also ich will nur sagen, das ist sehr kompliziert. Und wir beobachten das. Wir arbeiten da eng mit den Experten bei uns aus der IT-Abteilung zusammen und müssen einfach mal gucken. Also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber da hat das Land Niedersachsen ja vor kurzem einen wichtigen Schritt gegangen beim Thema Cloud. Sowas ist dann auch immer interessant für uns, ja, so als Orientierungsgröße, wie die das machen und so. Ich will nur sagen, wir müssen gucken, dass wir für uns den passenden, richtigen Weg finden. Und das ist wichtiger, als jetzt da irgendwie vorzupreschen. Ja. Trotzdem aber, ja, das klingt jetzt sozusagen ein bisschen vertröstend, trotzdem ist das ja kein Widerspruch, einzelne Themen sich zu suchen, zum Beispiel KI, ja, oder von mir aus auch Cloud Collaboration Tools oder so, und die in einem begrenzten Rahmen zu erproben. Mhm. Und genau das ist jetzt der Weg, den wir eingeschlagen sind. Und was ich auch noch, jetzt sozusagen die zweite Hälfte der Frage, war ja, wohin es weitergeht inhaltlich, genau, mit der Erprobung. Ja. Und das ist sehr spannend, weil diese Sprachmodelle sehr mächtig sind. Man kriegt halt sozusagen so ein Sprachmodell, ja, so ein vortrainiertes Sprachmodell zur Verfügung. Ja, und dann muss man halt selber gucken, für was man das nutzen möchte. Und wir gehen da verschiedene Wege. Also ich will mal drei aufzählen. Der erste Weg betrifft die Indizierung von Daten. Soll heißen, dass ein Sprachmodell nicht nur das Wissen mitbringt, was es sowieso hat, sondern wir wollen es antrainieren mit Dokumentenbeständen bei uns in der Verwaltung. Das haben wir auch schon, also wir haben schon so ein Proof of Concept erbracht mit den Ratsdokumenten, mit den öffentlich verfügbaren Ratsdokumenten. Hat sehr gut funktioniert. Das waren 30.000 Seiten an PDFs, das waren fast 3 GB an Dokumenten. Und das zeigt schon, wie nützlich sowas wäre, wenn man das durchsuchen könnte. Der zweite Punkt ist die Verbesserung der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Also das ist Thema Bürger-Chatbot. Ja. Wobei für mich, und das ist mir ganz wichtig auch, dass ein Bürger-Chatbot ist kein Selbstzweck, sondern ein Bürger-Chatbot muss nützlich sein. Ja. Weil die Fragen, mit denen die Bürger auf uns zukommen, aufs Bürgertelefon zum Beispiel, das sind ja immer Einzelfälle, sage ich mal. Total. Und so ein Bürger-Chatbot muss eben eine gewisse Intelligenz mitbringen. Und da erproben wir auch. Wir haben auch einen Prototypen, der auch ganz gut funktioniert. Aber das sozusagen ist nochmal was anderes. Also man muss da schon noch ein paar Schritte gehen, bevor man das dann auf die Welt loslässt. Und der dritte Punkt ist, was sehr interessant ist, das Thema Multimodalität. Denn die neueren Sprachmodelle können ja nicht nur Text verarbeiten, sondern Audio und Video und Bilddateien. Mhm. Ist ja hier zum Beispiel in der Ausstellung auch. Das sind ja KI-generierte Bilddateien. Und sie können vor allem auch Datenbestände analysieren. Und das ist für uns sehr interessant, zum Beispiel im Kontext strukturierter Daten. Wir haben ja beispielsweise im Open Data Portal große Bestände an strukturierten Daten, die man zum Beispiel mit GPT oder anderen Large Language Models auswerten könnte. Und das sind so ein paar Richtungen, in die wir denken. Da gibt es noch ein paar andere, komplexere Sachen. Aber das sind so grob mal so die Linien, die ganz interessant für uns wären und wo wir auch, sage ich mal, erste Prototypen entwickelt haben.
Und ich finde auch toll, wenn man sagt, hey, das ist eine Probe. Bei einer Probe heißt es auch immer, man kann auch wieder was verwerfen. Oder man kann auch sagen, nee, dafür nicht. Richtig. Das und ist schon was aufgefallen, dass man sagt, nee, dafür, dann ja. Ist es nicht so? Ja, also oft ist es gar nicht der Use Case an sich, sondern dass die Implementierung schwieriger ist, als wir dachten. Mhm. Also zum Beispiel, oder dass es da doch Fragen gibt, wo wir erstmal sagen, nee, das wollen wir erstmal klären. Ja, wir haben zum Beispiel einen Prototypen erstellt für ein Bildgenerierungstool, weil interessanterweise aus der Verwaltung Anfragen auf uns zugekommen sind, wäre cool, oder könnten wir uns auch mal Skizzen oder Bilder oder so generieren lassen. Wir haben hier irgendwie so einen Fall und da haben wir halt mal geguckt und das geht, aber da stellen sich halt zum Beispiel noch zu viele Fragen. Aber ich will nur sagen, das funktioniert vieles, aber die Implementierung ist oft die Herausforderung. Ja. Unsere Abschlussfrage ist ja wie immer, was würden Sie sich für den Innovationsstandort Braunschweig wünschen? Da durften Sie sich ja schon mal was wünschen und bei der letzten Limo haben Sie sich gewünscht, ich gucke nach, dass das Smart City Zielbild Wirklichkeit wird, dass wir eine erlebbare Forschung in Braunschweig haben und eine dynamische, interaktive Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was würden Sie sich denn jetzt mit dem neuen Wissensstand für die Verwaltung der Zukunft wünschen? Ich wünsche mir, dass wir die vielen Potenziale, die wir gerade erkennen, ich habe das ja eben angedeutet, wie schwierig das ist, den Schritt von der Theorie oder von Erprobung in die Implementierung zu vollziehen. Mhm. Also mein Wunsch ist, dass wir möglichst viele dieser Potenziale wirklich realisieren und da, wo Nutzen erkennbar ist, eben auch funktionsfähige Applikationen zur Verfügung stellen können. Dann wünschen wir dabei ganz viel Kreativität und Durchhaltevermögen und Enthusiasmus ist ja schon vorhanden. Und vielen Dank für das Gespräch. Super, vielen Dank. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Klicken Sie sich gerne wieder rein, wenn irgendwo in Braunschweig mal wieder eine Limo getrunken wird. Und besuchen Sie uns doch bis dahin gerne auf braunschweig.de/innovationsportal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.